Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, eigentlich ist ja, bekommt ihr freitags keine zweite Folge von mir um die Ohren geballert. Aber ich habe gestern noch ein bisschen was vergessen. Beziehungsweise, es ist ja was dazugekommen. Ihr habt es ja im Titelbild gesehen. Das Kind hat gleich einen neuen Namen. Aber mal gucken, wie sich der Frankie hier schlägt auf die Nummer 11, auf den Little Seekers oder vom Clan Little Seekers. Das ist im Moment bei Spätzle mit Soße der aktuelle Gegner. Ich bin ja gestern noch wieder da reingewechselt, um hier natürlich die Liga zu spielen. Ich bin auch wieder gespannt, wie wir uns diesmal gegen uns selber schlagen oder wie wir uns vielleicht mal ein bisschen besser schlagen. Keine Ahnung. Es ist ja bei uns auch immer stetig auf und ab. Und aber manchmal schafft Chris den Arsch nicht hoch nach dem Up beziehungsweise nach dem Down. Und ja, dann haust du die Eier selber weg beziehungsweise haust du die Eier selber rein und schaffst es einfach nicht, noch eine Liga aufzusteigen. Ich bin sicher, wir wären schon in der Champions League 1, wenn wir uns etwas mehr konzentrieren würden und hier immer stabile 2 Sterne, ab und zu mal 3 Sterne dabei. Ich glaube, das reicht dann schon. Scherzhafterweise haben die Damen mal gesagt, als ich diese Damen-WM moderiert habe, haben die gesagt, mit Pekka Betzbel kommst du nach Katowice. Das fand ich sehr, sehr witzig. Kann auch sein, ja. Aber das ist dann auch immer, ja, ist schon so ein bisschen vage. Also ich sehe das schon als eine Kombi an, die auch schwierig zu spielen ist. Und hier hat jetzt noch 3 Fries. Ich bin mal gespannt, wie er die jetzt noch einsetzt. 2 Fries sind es jetzt noch. Okay, da muss erstmal, okay, das Rathaus ist da gefallen. Aber keine Gefahr dort für den Packer und für den Eisgolem da oben. Schön gemacht. Und ja, Boxbase. Oh, die habt ihr jetzt echt häufig bei mir gesehen. Die Boxbases in den letzten Tagen. Merkwürdig. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe das Gefühl, die sind in Komma. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Gegner wollen einfach, oder man ist dann auch so Base-Baufaul wie ich, der dann sich auch keine neuen Bases baut oder mal guckt im Internet oder bei Izu oder weiß der Geier wo, um die da mal vielleicht ein bisschen nachzubauen, ein bisschen zu modifizieren. So meine ich das ja eigentlich immer. Ja, ich habe mir noch nie eine Base selber gebaut. Ich habe immer gefragt, ich habe immer geguckt, wo kannst du noch was machen, und habe dann meistens eine Base gebaut und habe sie dann für meine Zwecke ein bisschen ummodifiziert. Die Fallen vielleicht mal ein bisschen anders, vielleicht mal einen Magierturm und einen Bogenschützenturm getauscht oder was auch immer. Also so Kleinigkeiten verändere ich auch dann in meinen Bases, aber wir wollen mal reingehen. Schönes Ding hier, der Krieg ist noch am Laufen. Was habe ich eigentlich vergessen? Erstmal habe ich Folgendes vergessen. Vergesst es nicht, euch in 19 Stunden, also das ist der Zeitpunkt der Aufnahme, eure Rewards aus dem Pass abzuholen, egal ob Silber oder ob Goldpass. Ich hab mir hier auch noch nicht alles abgeholt, weil ich wollte noch ein bisschen was verbrauchen, bevor ich es dann wieder abhole und auffülle bei mir in der Clan-Truhe beziehungsweise in der Treasury, so nenne ich das ja immer. Und also vergesst es nicht, euch die Rewards hier abzuholen. Das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Ich habe es irgendwie verpennt, denn ich bin ganz sicher, dass es welche geben wird, die unter meine Kommentare schreiben, oh Toto, Saison ist aus und ich habe ganz vergessen, die Dinger hier zu leeren und mir natürlich den neuen Pass zu kaufen. Um zu sehen, was es eigentlich im neuen Pass gibt, müsst ihr den Client mal wieder auf Englisch stellen. Denn ihr seht das hier, Watch, es gibt den Peking, so habe ich ihn einfach mal genannt, den Pekka King. Und wenn ihr auf Watch geht, dann seht ihr das dazugehörige Video von Supercell. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt. Ich werde mir den Pass auch wieder mit Thorsten und dem Avatar, denke ich mal, holen. Denn die beiden haben jetzt alle Skins, haben jeweils immer den Pass gehabt. Und auch wenn ich ihn hier nicht so wirklich benötige. Naja, was heißt so wirklich benötigen, will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Aber ich denke mal, der Skin ist ganz nett. Ich habe heute auch schon in meinem Community-Post kurz mal ein Bild abgezeichnet, beziehungsweise ein Bild reinkopiert, wo man ganz genau sehen kann, wie der aussieht. Und ich muss ja sagen, der hat so Schlappen an, ne? Der hat so Schlappen an, so Schnabelschlappen. Und ich bin echt mal gespannt, wie die Animation wird. Ich hoffe, dass die Animation auch immer wechseln, denn immer die gleiche Animation und nur Skintausch wäre ja eigentlich langweilig, sage ich mal. Vielleicht bauen sie eine andere Animation ein oder so, keine Ahnung. Was habe ich denn eigentlich am Gange hier? Ich habe hier irgendwas. Okay, ich bin immer noch mit irgendwas unterwegs. Ich will mal eben einen kleinen Cut machen und dann haben wir hier auch einen Gegner. Hurra, hier haben wir den Rathaus 11 gefunden, den ich eigentlich benötige. Eigentlich benötige ich den Rathaus 11 nicht, aber der Adler da, der würde mich dann schon noch interessieren, dass ich den vielleicht mal bekomme. Ja, dann
Gehen wir hier hinten mal rein, denn ich habe immer noch diese Errungenschaft auf. Mache ganz, ganz viele Adlerartillerien. Die würde ich wirklich gerne mal schaffen. Aus welchem Grund auch immer. Aber ich glaube, es ist mal an der Zeit. Ich kann ihn mal mit dem Elektrodrachen kontern. Und dann gehen wir mal hier mit der Karre vorweg. Einmal, dass da das Lager noch weggeht. Zwei Päcker und ganz viele von denen. Oh, die gehen trotzdem außen lang so ein bisschen. Da muss man wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass man die nicht zu schnell und zu forsch raushaut hier. So, was habe ich denn eigentlich am Start? Ich habe genau das am Start, was ich eben, ich will ja nicht sagen kritisiert habe, aber ich habe genau das am Start, womit ich als letztes im Clankrieg angegriffen habe. Und die können da, glaube ich, nochmal springen. Und dann setze ich die jetzt mal hier so ein bisschen in Szene, glaube ich. Einmal meine Truppen hier nochmal durchgeheilt. Da gibt es doch ein bisschen viel Pfeffer. Und jetzt muss ich nur mal schauen, wo die hinfliegen. Die gehen alle noch nach da, wo ich jetzt meine Fries ansetze. Ich denke mal, da nehmen wir mal den ersten Fries. Der ist ganz gut, glaube ich. Einmal den Worden gezündet. Alter, der Pilot da lebt auch noch so hart. Und dann war es das hier mit der Base. Okay, ja, ich meine, das ist jetzt ein Elfer, aber irgendwie muss er auch ein bisschen zugange kommen hier. Ich muss noch etwas über 80 Mauern machen hier mit dem Account. Das wird mir wohl gelingen. Ich nehme die Armee jetzt wahrscheinlich nicht nochmal, da ich die einfach nur nachgebaut hatte vom Clankrieg. Aber schönes Ding hier, 100% kriege ich zwar wieder ein paar Pokale. Das macht aber auch nichts. Ich habe eben so ein bisschen wieder gedroppt. Das heißt, die 19, die ich jetzt kriege, ja, die droppe ich gleich wieder weg, kein Thema. Und wie gesagt, es sollte wirklich nur eine kurze Folge sein, die ist auch mal wirklich werbefrei für euch hier. Also vergesst nicht, euch die Rewards aus dem Pass abzuholen. Und vergesst nicht euch den, ich will jetzt nicht sagen, vergesst nicht euch den Skin hier zu kaufen, denn es gibt den nicht zu kaufen. Ich habe heute im Discord mal jemanden gelesen, der sich darauf freuen würde, wenn Supercell mal einen Skin für Noppes rausholt. Also auch für die wirklich Free-to-Play-Spieler, die keinen Cent hier ausgeben. Auch nicht für die Sachen hier aus dem Goldpass. Das heißt also, es ist ja nicht Pay-to-Win, sondern es ist einfach nur nice to have, so will ich es mal sagen. Aber mit so einem Skin gewinnst du nicht unbedingt. Es geht nur alles fürchterlich schnell. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, nur Update-Status. Bis dahin, vielen lieben Dank, euer Toto. Verstanden.